Berlin wird an diesem Samstag zur Protesthauptstadt. Rund 80 Demos sind angemeldet, rund 20.000 Menschen werden erwartet. Es ist eine lange Liste, gegen was da alles demonstriert wird. Wir wollen uns das mal genauer anschauen. Das Ende der Pandemie, Tag der Freiheit, heißt eine Demonstration. Omas gegen rechts, der Fahrradkorso, alle Macht den Echsenmenschen. NATO abschaffen, staatenlos Mahnwache vor dem Reichstag und Werte unserer Verfassung, wo sind sie geblieben? So heißen einige der Versammlungen. Es wird also unter anderem gegen die Corona-Einschränkungen, aber auch gegen Rassismus auf die Straße gegangen. Wir haben uns in der Hauptstadt umgesehen. Ich möchte jetzt mit meinem Kollegen Peter Wilke sprechen. Er ist in Berlin vor Ort. Peter, wie ist dort momentan die Situation? Ja, die Situation hier ist momentan noch relativ übersichtlich, aber es kommen immer mehr Menschen hier in die Nähe des Brandenburger Tors. Wir stehen hier unter den Linden mitten in Berlin bei der Demonstration des Bündnisses von Corona-Leugnern und Corona-Kritikern, also Kritikern der Corona-Maßnahmen, Querdenken 711 aus Stuttgart. Die haben dazu aufgerufen zu diesem Protest hier und marschieren jetzt quer durch die Stadt in einem großen Bogen, um dann schlussendlich an der Straße des 17. Juni ganz in der Nähe des Reichstags zu enden und rufen halt hier dazu auf, die Corona-Maßnahmen zu beenden, wie der Protest schon heißt. Sie rufen das Ende der Pandemie aus, was aber im Hinsicht darauf, dass die Infektionszahlen mit Corona immer mehr steigen, deutschlandweit, auch hier in Berlin, das wirkt vielleicht dazu sehr absurd. Ja, Peter, wir sehen auch bei dir im Hintergrund, es sieht nicht so aus, als würden hier Abstände gewahrt werden oder Masken getragen werden. Wie haben denn die Behörden das Ganze im Griff und kümmern sich da um die Sicherheit der Menschen? Ja, es ist bisher noch ein relativ überschauliches Auftreten der Polizei hier. Es sind insgesamt 1500 Kräfte heute über ganz Berlin bei allen Demos im Einsatz. Die Polizei sperrt hier nur die Wege ab für die Demonstranten, damit sie ohne Verkehrsbehinderungen durch die Stadt laufen können. Ansonsten ist es aber alles noch ruhig, friedlich und kein besonders massives Polizeiauftreten. Wir haben eben ja die Namen der Demos, die alle angemeldet sind, einmal aufgelistet. Vielleicht kannst du uns mal einen Überblick geben. Wer versammelt sich denn heute alles in der Hauptstadt und worum geht es? Ja, also zu dieser Demonstration hier gegen die Corona-Maßnahmen sind Menschen aus ganz Deutschland, sogar international, aus der Schweiz, aus Österreich haben wir Menschen gesehen, hergekommen. Die wurden mit Bussen hier hingefahren und versammeln sich bis ganz hinten ans Brandenburger Tor. Und ansonsten, der größte andere Protest wird eben der Gegenprotest gegen diese Corona-Leugner hier. In diesem Protest versammeln sich Leute aus verschiedensten Richtungen, Verschwörungstheoretiker, die einen auch von der Corona-Lüge sprechen. Aber wir haben auch mehrere Menschen mit Reichsfahnen, also Nationalisten, Rechtsextremisten gesehen. Impfgegner. Also das ist hier ein bunter Mix. Ansonsten haben wir schon gehört, wird heute auch viel gegen Rassismus mit den Omas gegen Rechts und anderen Demonstrationen protestiert. Die finden aber nicht hier statt, sondern mehr in anderen Teilen der Stadt, Richtung Alexanderplatz, weiter weg von hier.